Herzlich willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp. Ich tippe heute für euch den dritten Spieltag und ich hoffe, ich liege viel richtig. Also fangen wir an, das erste Spiel, Bayern gegen Ingolstadt. Ich denke mal, die Bayern in guter Form, schwieriges Spiel auf Schalke gewonnen. Deswegen tippe ich gegen Ingolstadt auf ein 3:0 der Bayern. Nächstes Spiel, Dortmund gegen Darmstadt. Dortmund jetzt bei Red Bull verloren. Darmstadt, immer eine schwierige Mannschaft zu spielen. Dortmund, denke ich mal, noch einen Heimvorteil zu Hause. Tippe ich auf ein 2:1 Dortmund. Eintracht Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen. Poyan Palo. 3 Tore geknipst gegen Hamburg. Deswegen würde es mich freuen, wenn er nochmal ein oder zwei schießt. Ich denke mal, Leverkusen gewinnt das souverän mit 2:0 auswärts. Hertha gegen Schalke. Schalke muss zurückkommen nach der Niederlage gegen Bayern, haben aber gut gespielt. Hertha in Ingolstadt gewonnen, aber ich tippe trotzdem auf ein 2:1 für Schalke. Köln-Freiburg, Freiburg in guter Form. Haben sehr gut gespielt letztes Wochenende gegen Gladbach, das müssen wir auch durchsetzen. Deswegen tippe ich auf ein 0:2. Hamburger SV gegen Red Bull Leipzig. Da gehe ich von einem Sieg von Red Bull aus. 1:0, knappes Spiel. Ich weiß nicht warum, aber wird so sein. Augsburg gegen Mainz. Augsburg hier 3 Punkte geholt leider. Deswegen denke ich, im nächsten Spiel werden sie verlieren. Gehe ich auf Mainz mit einem 2:0 für Mainz. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Hoffenheim natürlich die Aufholjagd gemacht im letzten Spiel. Deswegen, ich denke, ich werden die auch gut drauf sein, nehmen sich viel vor im nächsten Spiel. Deswegen, Wolfsburg ist natürlich auch eine spielerisch starke Mannschaft, deswegen gehe ich von dem 1:1 aus. Und dann Gladbach gegen Bremen. Wir müssen auswärts die Punkte holen, jetzt vor allem nach den Niederlagen. Haben uns gut oder erholt und werden uns jetzt gut vorbereiten. Müssen dort viel Kampfgeist zeigen. Ich tippe auf ein 1:0 für uns. Das ist mein Expertentipp für euch. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß.